Das bin ich, Julian. Vor fast 4 Jahren habe ich mit dem Traum, um die Welt zu segeln, dieses Projekt ins Leben gerufen. Und das sind meine Freunde. Jules, Luca, Philipp und Thibaut. Und das ist unser schwimmendes Zuhause, Samira. Mit ihr segeln wir um die Welt. Komm mit an Bord und sei auch du ein Teil dieser Reise. Guten Morgen zu Tag 13 wahrscheinlich. Langsam verlieren wir ja auch ein bisschen das Zeitgefühl. Nachdem wir gestern Abend den Spinnaker geborgen haben, haben wir dann die Passatbesegelung, also wieder unsere beiden Vorsegel, ausgebaumt. Wir sind damit durch die Nacht gefahren, hatten immer mal wieder Squalls, die wir auf dem Radar gesehen haben und auch so gesehen haben, die Wind und Regen mit sich gebracht haben. Und heute Morgen haben wir dann den Spinnaker wieder ausgepackt, jetzt auf Halbwind, ohne Baum, ohne irgendwas. Funktioniert einigermaßen, der dippt ab und zu ins Wasser ein, aber sonst passt es. Ja, jetzt warten wir auf Wetterupdates. Chris ist 50 Meilen voraus, hat einen Squall mit 35 Knoten in der Nacht. Und die Wolken hier sehen auch wirklich komisch aus. Also man hat hier echt viele sehr, sehr unterschiedliche Wolken, Häufchenwolken, Schäfchenwolken, Cumuluswolken, diese Streifchenwolken, also alles irgendwie trifft hier zusammen. Also man merkt, dass wir wirklich an der Grenze der innertropischen Konvergenzzone sind. Es wird wahrscheinlich ein Squall sein. Sieht auch danach aus, weil das Tempo geht nach oben. Jo, da ist die Grenze. Ich werde schon ein bisschen nass. Hier sind noch ein paar Tropfen. Groß meldet sich auch schon. Ja, lecko Fatz. Alter Falter! Ja, also wir müssen jetzt leider wieder Motoren. Nicht mal der Spinnaker bringt jetzt aktuell noch was. Wir hätten jetzt unter Spinnaker irgendwie 1,7 Knoten gemacht. Und ja, mit den ganzen Squalls, die wir hin und wieder kommen, wäre das so auf ein Rauf und Runter gewesen, dass wir jetzt leider den Motor anmachen mussten. Und das erkennt man auch hier an den ganzen Wolkenbildern. Also das ist wirklich total gemischt. Man hat hier teilweise hinten im Horizont Cirruswolken, dann aber gleichzeitig riesige Cumuluswolkenfronten. Man sieht, wenn man rumschaut, an mehreren Orten hinter einem, dass es regnet und überall Regenbögen, während man selber hier in totalem Sonnenschein ist. Ich muss sagen, ich finde dieses Wetterphänomen hier echt interessant, so sich mal in die innertropische Konvergenzzone zu begeben, beziehungsweise wir sind jetzt gerade am Rand davon. Es ist zum Segeln natürlich nicht das Beste. Man ist hier geplagt von Flaute, Squalls, wechselhaftem Wetter. Das macht nicht so viel Spaß, man muss viel Motoren, aber trotzdem finde ich es mal interessant, dieses Wetterphänomen sehen zu dürfen. Das ist schon geil, diese Wolkenformation. Habe ich so in der Form noch nie gesehen. Hallo. Hallo.
genieße den Schatten. Naja. Es ist so heiß hier in der innertropischen Konvergenzzone. Kein Wind, Sonne, Äquator. Man muss jedes Fünkchen Schatten nehmen, was man bekommen kann. So, wir haben hier einen Tomaten-Ziegenkäse-Zwiebelsalat mit einer gerösteten, selbstgebackenen Scheibe Brot mit Knoblauch draufgerieben. Etwas sehr Mediterranes, was zu diesem Ozean eigentlich nicht passt, aber trotzdem froh bin, dass es hier ist. Guten Appetit. Alle 10 Minuten muss man das akzeptieren. Wunderbar. Ist das geil. Hier wird nicht gekifft an Bord. Nein, nein. Sonne. Morgen zu Tag 14, glaube ich, schon mittlerweile. Wir sind jetzt 2 Wochen auf See und wir haben noch ungefähr 400 Meilen vor uns. Das heißt, je nachdem, wie der Speed ist, 3-4 Tage, eventuell sogar 5. Wir stecken hier ordentlich in der Flaute drin und nach den letzten 2 Squall-Tagen steht heute endlich mal wieder unser Speed da, jetzt auch schon seit ein paar Stunden, bringt uns mit 3 bis 4 Knoten voran. Also wir dümpeln dahin, aber zumindest können wir Diesel sparen, was wichtig ist, dass wir dann noch safe rüberkommen. Jo, ansonsten, Autopilot hat wieder Faxen gemacht, wir mussten die ganze Nacht handsteuern, aber Philipp hat ihn gerade hinbekommen, oder? Ich bin schon den ganzen Morgen dran, versucht, das Problem zu finden. Ich finde es leider nicht. Und jetzt geht's auch wieder nicht. Geht immer nur 10 Sekunden. Jetzt macht Billy, was gibt es zu verkünden? Ich habe eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht zu verkünden. Schlechte Nachricht, der Autopilot funktioniert immer noch nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich habe gerade mit Rudi stundenlang probiert, das Problem zu finden. Es ist mehr so ein Ratespiel, weil wir kennen uns einfach nicht perfekt aus mit dem Ding. Deshalb müssen wir ansteuern. Aber wir haben die gute Nachricht ist, wir haben nur noch 397 Meilen to go. Mit einem Schnitt von 4 Knoten bräuchten wir noch 4 Tage ungefähr, mit einem Schnitt von 5 Knoten 3 Tage. Mal sehen, wie der Wind so wird. Wenn wir jetzt noch die nächsten 48 Stunden oder so segeln würden, dann müssen wir uns gar keinen Kopf um Diesel machen. Das wäre perfekt, dann könnten wir den Rest Motoren, falls wir keinen Wind mehr haben. Genau, also Endspurt ist angebrochen. Ich freue mich, wir haben kein Gemüse mehr, kein frisches. Langsam habe ich schon mal wieder Lust auf Land und festen Boden unter den Füßen. Man muss natürlich davor, um hier das Nichtschwanken ein wenig auszugleichen, alter Piratentrick wird kräftig rum gegengekontert werden und dann ist es wieder gerade. Dann kriegt man keine Seemannsbeine an Land. Hoffe ich zumindest. Oder man. Ja. Rudi, was hast du da? Tja, da wir relativ hohen Köderverlust haben, müssen wir uns jetzt selber was basteln. Und das ist das Endprodukt. Wir hoffen, das lockt den einen oder anderen Mahi-Mahi an die Leine. So sieht es aus. Das ist eine grobe Fischerei.
Das hier ist eine handgedrehte Zigarre von den Kanaren. Ich glaube, aus La Palma kommt der Tabak. Und die haben wir jetzt in demokratischer Abstimmung bestimmt, die heute zu rauchen. Flamme ein bisschen kleiner machen. Feuer, Feuer! Jetzt wird der Schmackofatz geraucht, genau. Guten Morgen. Die Nacht waren wir mal richtig schnell. Wir haben einige Squalls abbekommen, was eigentlich ganz gut war, weil dann hatten wir immer mal wieder so 20 Knoten Wind und sind da so mit 7, 8 Knoten dahin gedüst. Im Schnitt hatten wir gleich 6 Knoten Fahrt immer. Und ich habe leider den Autopiloten immer noch nicht gefixt. Wir haben es jetzt Tag 14, gell? Ja. Und ja, ich habe bei der Nachtwache nachgedacht, was habe ich noch nicht probiert. Ich bin langsam am Ende von meinem Latein. Ich mache jetzt noch ein paar Sachen, wenn das nicht funktioniert. Dann werde ich mal ein paar Leute kontaktieren über das InReach und mal gucken, ob die mir weiterhelfen können, die sich damit auskennen. Zum Beispiel der Didi. Genau. Wir haben den Übeltäter gefunden. Thibaut hat gestern zu mir gesagt, ich glaube, dieses Kabel ist durch. Es sah an sich noch gut aus. Innen drin war so ein schwarzer Draht, der ein bisschen verschmort aussah. Ich dachte, das geht schon noch klar und ich hatte halt nicht den passenden Kabelschuh für 6 Quadrat. Deshalb wollte ich es erstmal mit dem alten probieren. Aber das war tatsächlich der Übeltäter. Hier war ja auch dieser Brand, das Brandding. Und das habe ich jetzt einfach neu gemacht. Das geht quasi von der Sicherung zum Relais, vom Relais dann zum Schalter. Und ja, jetzt funktioniert das wieder. Richtig geil. Der heutige Tag war bisher geprägt von einigen Squalls. Ich glaube, 3 oder 4 hatten wir bisher. Alles etwas kleinere mit wenig Regen, maximal 24 Knoten Wind. Also bisher beeindrucken uns diese tropischen Gewitterstürme noch nicht allzu sehr. Aber wir haben trotzdem sicherheitshalber den Spinnaker runtergenommen und gewechselt durch die Passatbesegelung, also wieder beide Vorsegel draußen. Und kommen halt immer noch super gut voran. Wir haben 5 bis 8 Knoten Fahrt. Navionics sagt, dass wir mit dem aktuellen Speed 1 Tag 20 Stunden bis 2 Tage 10 Stunden noch brauchen nach Französisch Guiana. Und man merkt, dass wir mittlerweile weniger als 300 Meilen to go haben und wir echt relativ nah am Amazonas sind. Ich weiß nicht, wie gut man sieht, aber das Wasser ist kein Stück mehr blau. Das ist nur noch eine grün-braune Soße mittlerweile, in die man nicht mehr unbedingt reinspringen will. Und wir haben relativ starken Strom von der Seite, der uns versetzt. Es wird also noch spannend, wenn wir dann noch näher Richtung Land kommen. Philipp, gegen wen spielst du da Schach? Gegen mich selber. Gegen dich selber? Ja, keiner hat Lust. Oh Gott. So weit sind wir schon, dass er gegen sich selber Schach spielt. Ich muss sagen, was mir jetzt in den letzten 2 Wochen hier auf See aufgefallen ist, was mir schon fehlt, ist meine Nacht durchschlafen. Ich hatte jetzt jeden Tag die Hundewache, so von 2 bis 4. Und eine Nacht mal wieder durchschlafen, da freue ich mich schon richtig drauf, wenn wir angekommen sind. Aber sonst fand ich, hat mir echt wenig hier gefehlt. Ich habe hier draußen auch sehr wenig reflektiert, sehr wenig über die Vergangenheit und über die Zukunft nachgedacht. Ich habe einfach nur den Moment genossen und die Ruhe, einfach mal kein Internet zu haben. Und das war echt was Schönes irgendwie. Aber trotzdem freue ich mich jetzt auch wieder mal auf Land, mal wieder auf frisches Obst und Gemüse und natürlich auf den Regenwald, da bin ich anders hyped. Und natürlich auf den Fakt, dass wir einfach in Südamerika dann sind. Merci beaucoup. Das ist ein richtiger Schmackofatz. Richtig geil.
Das ist ein richtiger Schmackofatz. Das war leider schon alles. Luca, willst du irgendwas zur Nacht sagen? Was steht uns bevor? Vor uns, um genau zu sein, ist eine richtig fette Wolke. Die streckt sich bis dahinter und ich habe jetzt gerade schon den dritten Blitz gesehen. Ja, da müssen wir rein, damit wir nach Französisch Guyana kommen. Ich habe jetzt gerade schon den Kurs geändert. Ich bin jetzt gerade so weit westlich-nördlich gefahren wie möglich, damit wir in der Nähe von Chris bleiben. Genau. Was gibt's noch, Julian? Habe ich was vergessen? Hi. Jedenfalls wird's fetzig. Ja. Der Tacho geht nach und nach oben. Das ist ein Zeichen des eventuellen Treffens. Oder auch nicht. Mal gespannt, was die Nacht so gibt.